Ja, bin ich wieder mal live vor Ort, live im Gesichtsbuch. Hoffentlich hat mein Gesicht da Platz. Und wir schauen mal heute das neue Thema, welches ja, manche vielleicht gar nicht hören möchten, weil es nicht immer angenehm ist. Ich habe ja schon viele Videos gemacht über Menschen, die viel erzählen und nichts dahinter. Und so ist es in manchen Dingen auch. Die Authentizität fehlt oft. Man steht nicht dahinter, nicht 100% dahinter, sondern ja, man macht eben nur etwas, aber diese Hingabe ist manchmal nicht da. Wenn man sich gewissen Dingen hingibt, dann steht man völligst in diesem Kontext drin im Leben. Und wenn man sich hingibt für eine Sache, dann ist es so, dass diese Sache das ganze Leben vereinnahmt, dass das, was man tut, sich im Leben überall wiederfindet. Sagen wir mal, machen die Kampfkunst und die Kampfkunst, wenn man sie authentisch betreibt, mit Leib und Seele, dann wird sich immer diese Kunst in das Leben integrieren. Könnte man sagen. Besser könnte man sagen, dass das Leben durch diese Kampfkunst sowie durchdrungen wird. Jeder Aspekt des Lebens wird dann sozusagen zur Kampfkunst. Und da könnte man schon wieder trennen: Kampfsport, Kampfkunst. Kampfsport kann man nicht den ganzen Alltag machen, aber Kampfkunst. Ich kann im Dojo trainieren, kämpfen, Verteidigung üben und im Leben mache ich es dann genauso. Das wäre authentisch, dass man diese Dinge nicht trennt, sondern kombiniert. Und so kombinieren braucht man nicht, denn wenn man etwas richtig macht, 100% mit Leib und Seele, diese Kampfkunst wird es sich immer auf das Leben auswirken und das Leben prägen. Auch im Yoga ist es so, im Tai Chi, Qigong bestimmt auch, wenn man das mit aller Kraft praktiziert, dann bleibt dann nichts anderes übrig, als das ganze Leben so zu sein, wie ich auf der Matte oder im Dojo bin. Wenn ich in den Kampfkünsten lerne, respektvoll mit den Gegnern, mit den Trainingspartnern und so umzugehen, dann wäre es nicht authentisch, wenn ich es im Leben nicht mache. Wenn im Dojo sich verbeugt, respektvoll ist und im Leben nicht respektvoll ist, dann lebt man nicht, dann ist es nicht authentisch, was man tut. Und im Yoga ist es zum Beispiel genauso, wenn ich sage, ich mache Yoga 100%, ich bin Guru, Lehrer, Meister. Und im Alltag praktiziert man es nicht, trinkt weiterhin Alkohol und Wein und Bier und raucht. Dann ist es nicht authentisch. Dann ist es auch nicht authentisch, was man manchmal dann sagt, wie andere Menschen, Teilnehmer so sein sollten, was man im Yoga macht, wenn man es selber nicht macht oder mit aller Kraft zumindest probiert, diese Dinge zu verändern. Und das merkt man dann, wenn man diese Menschen trifft, die erzählen dann viel, aber man spürt, da ist keine Authentizität dahinter. Es ist nicht ehrlich, nicht wahrhaft. Ja, so ist es leider. Viele wollen das immer nicht hören, aber es ist einfach so. Es wird viel, auch im Yoga zum Beispiel, von Hingabe gesprochen, aber Hingabe, dann würde ich mein ganzes Leben dieser Disziplin hingeben. Dem Göttlichen. Und das Göttliche ist ja das ganze Leben.
In den Kampfkünsten ist es schon eher in diesen traditionellen, wo man sich eben in den Kampfkünsten und in dem Leben, was man führt, so vereint. Es ist dann ein Leben sozusagen. Im Dojo, auf der Tatami-Matte und im Alltag ist es gleich. Und das ist authentisch. Wenn man dahinter steht und diese Kampfkünste zum Beispiel immer mehr durchdringt oder den Yoga durchdringt oder Qigong oder andere Dinge durchdringt, dann wird man immer feststellen, dass das, was man da tut, das Leben an sich ist. Und so wird das Leben zur Kampfkunst und die Kampfkunst zum Leben. Und der Yoga ist nicht nur auf der Matte, sondern eben im Alltag. Die ganze Zeit. So gut man kann natürlich. Und wenn man eben nur das so abspaltet, ich mache Yoga, Leben ist was anderes, dann hat man irgendwas verpasst. Denn es ist schade, wenn man diese Ganzheitlichkeit erzählt, aber nicht lebt. Yoga lebt vom Leben. Und das Leben lebt vom Yoga. Und wenn man so von großen Kampfkunstmeistern liest und hört, dann weiß man immer, die sind im Leben so, wie sie im Schwertkampf zum Beispiel sind. Es ist genau dasselbe. Man kann es nicht auseinanderrupfen, nicht trennen, es geht nicht. Und je mehr man sich hingibt und diese Disziplinen durchdringt, desto mehr kommt man in die Tiefe des Seins, des Menschseins, der Welt, des Universums. Und darum geht es im Leben, dass man Dinge versteht, begreift, die da sind, die um einen rum sind. Und eben nicht nur so verschiedene Rollenspiele, heißt, bin ich Kampfkunst, jetzt bin ich im Dojo, dann bin ich Kampfkunstmeister sowieso. Und im Leben bin ich dann ein ganz anderer Mensch, das wäre nicht authentisch. Dann ist man in den Kampfkünsten dann oberflächlich. Heißt nicht, dass es nichts bringt, wenn man das nur so einfach als Sport zum Beispiel betreibt. Natürlich bringt es was. So, ich finde, Kampfkunst und Yoga sind so die effektiven Methoden, den Körper zu beüben, zu trainieren, zu stärken. Es gibt so nichts Besseres. Für die Muskelkraft, Ausdauer und so weiter ist Kampfkunst super gut. Yoga ist natürlich ein bisschen anders, aber so als, sag mal, das Körper-der-Geist-Training, die Ganzheitlichkeit ist Kampfsport, Kampfkunst wirklich sehr gut, wenn man es sinnvoll betreibt. Aber wie bei allen Dingen, warum oberflächlich bleiben? In diesen Disziplinen steckt so viel Wissen drin, so viel Tiefe. Warum das einfach wegwerfen oder nicht benutzen? Und gute Lehrer in den Kampfkünsten, im Yoga, die werden immer so leben, wie es die Disziplin braucht. Beziehungsweise die Disziplin auf der Matte oder im Yoga-Studio wird sich dann mit dem Leben verbinden und das Leben allmählich durchdringen. Und das ist dann sowas wie Hingabe. Es wird, wie gesagt, viel von Hingabe geredet. Ja, gib dich hin, gib dich ganz hin. Ja, aber wer möchte sich ganz aufgeben? Wer macht das? Gib dein Leben auf, dein Schicksal machen die wenigsten, fast niemand, wo man sich einer Disziplin ganz hingibt, ohne natürlich dein Alltagsleben zu vergessen. Also kann ich sagen, ich mache Kampfkunst und die Familie ist nicht wichtig, brauche ich nicht, mache jetzt Kampfkunst. Das wäre nicht im Sinne der Kampfkunst, sondern man würde das mitnehmen in das Leben. Zum Beispiel, man kämpft dann, wenn es mal anstrengend wird, man geht durch und ja, zeigt doch mal die Zähne und ist respektvoll, auch wenn Menschen einen nicht mögen, ist man trotzdem respektvoll und kämpft dann mit ihnen, diskutiert mit ihnen, aber man ist immer so fair, sag ich mal.
Ja, das wäre dann authentisch, wenn man das lebt, was man tut. Oder es ist dir gar nicht egal. Man könnte auch sagen, wenn ich töpfer und so einen Tontopf mache mit Aufmerksamkeit, mit Bewusstsein, dann wird sich das auch, wenn ich das ganz tief mache, mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit, mit Freude, dann wird sich das immer in das Leben integrieren. Und man erkennt dann vielleicht, ich weiß nicht, wie das ist, in so einem Tontopf dann, wenn er gebrannt ist, so irgendetwas oder beim Tun etwas, das das Leben repräsentiert. Und das ist authentisch. Und auch wenn jemand sagt, das, was du machst, ist scheiße, würde man sagen, nein, ist gut, weil ich verstehe, was passiert im Leben. Ich weiß, warum gewisse Dinge kommen oder warum ich mit mir nicht zufrieden bin oder warum so oder warum dies. Und so erkennt man in diesen Disziplinen das Leben und somit sich selber. Und so Kampfkunst und Yoga, das, was ich auch praktiziere, beziehungsweise Kampfkunst, die ich praktiziert habe, steckt eben, wenn man es richtig macht, mit Leib und Seele, ohne es zu übertreiben, ohne den Alltag zu vergessen, wohlgemerkt, steckt so viel Wissen und so viel Tiefe. Und diese verschenken viele Menschen eben, weil es nur um Leistung geht, um Körper. Auch im Yoga ist es genau dasselbe. Es wird nach außen viel dargestellt. Aber wenn man dann diese Menschen trifft, mit denen redet, dann schaut es irgendwie ganz anders aus. Hinter den Kulissen ist es immer anders. Und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, spürt man auch, ob jemand wirklich authentisch ist, das Ganze lebt oder eben nicht. Wie tief man in diesen Dingen geht. Ja, bleibt authentisch, Masken ablegen und ja, so sein, wie man ist und eben schauen, was tue ich im Leben oder welche Disziplinen betreibe ich zum Beispiel und wie hat es mit meinem Leben zu tun. Es hat immer eine Bedeutung, kann man mal gucken. So, heute mal ein kurzes Video, 12 Minuten. Und es gibt heute zwei neue Videos auf YouTube. Entwicklung ist eines, wo es um die Entwicklung des Menschen geht, der Seele, was man da so betrachten kann. Und ein Video noch über den Workshop mit dem Thema Alles hängt zusammen. Ja, abonniert gerne meinen Kanal auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Das Video lade ich dann auch nochmal auf YouTube hoch. Und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal. Bis bald. Tschüss.